Einen wunderschönen Samstag. Wir haben den 24. April. Herzlich willkommen beim Tagesorakel von Timos Lichtblick. Das bin ich. Und wir legen auch gleich los. Wir haben hier: Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Und um den oder sie natürlich auch zu erwecken, müssen wir wissen, wo blockiert unser Leben eigentlich derzeit. Wir haben hier schon einen schönen Hinweis dafür, dass finanziell hier gerade alles auf dem Weg gegeben wird. Auch die emotionale Öffnung haben wir und dass du dich selbst auch derzeit für dich zumindest schon mal emotional dafür öffnest, auch deine Berufung zu leben. Nicht nur im Inneren, sondern dass du auch Ideen sammelst, dass du auch lernst, was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß zu unternehmen, aber auch erwerblich zu tun? Und das bindet auch gerade Menschen zusammen. Ja, also du hast hier eine schöne Thematik, dass da eine schöne Neugeburt beginnen kann bei dir heute, dass da große Schritte für zugehen. Dennoch haben wir ein bisschen die Blockade liegen, so ein bisschen die Angst vor der Veränderung und diese Angst, sich komplett zu öffnen, vor allem dem Außen zu zeigen. Ja, gerade in der Berufung, das Glück der Berufung im Außen zu zeigen, liegt stark in der Blockade und hemmt somit auch ein bisschen den Geldfluss und die Thematik von der Selbstakzeptanz. Ja. Und das zeigt sich hier auch sehr, sehr gut auf mit Never Jam Today and Promises That Never Come To Be, Empty Words, Not Living In The Now. Also du bist einfach noch irgendwo in der Vergangenheit gefangen. Ja, irgendwas blockiert dich aus der Vergangenheit. Wir haben den Blumenstrauß, der lässt sehr dazu deuten, dass du hier betrogen worden bist oder auch finanziell betrogen worden bist. Wir haben die leeren Worte, die du dir wahrscheinlich selbst schon oft gegeben hast und manchmal dir selbst nicht vertraust, aber wenn du das jetzt abarbeitest, dann kann sich hier eine richtig schöne Fülle entwickeln und aus jeder Angst und aus jeder Blockade kannst du ja nur noch stärker herauskommen und das ist für dich auch auf diesem Lebensweg geschrieben und daher solltest du das auch annehmen und nicht in die Stagnation gehen. Denn liebestechnisch heißt es zum Beispiel, romantische Zeiten sind gekommen, erkenne darin die Chance auf ein strahlendes Leben. Ja, wahrscheinlich war hier alles ein bisschen verfahren, ein bisschen sehr oberflächlich in letzter Zeit in der Liebe, aber hier kommt schon mal ein schöner Umschwung, auch im Außen. Hier hat die Angst nichts mit zu tun, sondern der Fortschritt liegt vielmehr in den emotionalen Fluss da. Hier wird man dir auch ganz klare Annoncen machen, wenn du Single bist, ja, ganz klare Anzeichen, wie das bei euch weitergeht, wenn du einen Wunschpartner hast. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, dann wird hier ganz klar mal wieder richtig aufgezeigt, warum man dich liebt und wieso man sich für dich entschieden hat als Partner. Also die Liebe kann heute zur Institution werden. Denn wir haben das Glück im Fluss der Emotionen, wir haben die Emotionen auch, die im Außen gelebt werden und wir haben die Institution für die Öffnung der Partnerschaft. Hier geht es mit wundervollen Schritten voran in eine wundervolle, füllige Zukunft. Das ist gut. Clock Time haben wir. Es ist Zeit dafür, in a rush. Ja, also vielleicht hast du dir auch selber immer ein bisschen Druck gemacht. Ja, vor allem hier in der Thematik des spirituellen Seins. Da macht man sich immer sehr, sehr gerne Druck, weil nicht jedes Außen das immer so anerkennt, wie man ist. Ja, auch das Außen ist da manchmal blockiert und kann gar nicht verstehen, dass sowas überhaupt als Arbeit angesehen werden kann zum Beispiel. Aber wenn du jetzt auf deine emotionale Seite guckst, dann siehst du, da liegt der Fluss für dich drin und die Glückseligkeit. Nimm also den Druck heute raus, ja, und nimm alles in einen langsamen Aufbau mit ein. Dann kann sich da einiges verändern, auch in der Liebe. Je mehr Druck rausgeht, je weniger Erwartung da ist, desto überraschter ist man und desto mehr Glück kann man dabei auch empfinden. Und zum Ende des Tages haben wir eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. In der Liebe haben wir das schon, im Geldfluss habe ich das auch schon gesagt, auch in der Berufung mit den Ideen. Jetzt kommt aber noch ein richtiges Highlight für uns alle. Wir haben hier einen Energieumschwung liegen, der aufzeigt, dass jetzt sehr, sehr viele positive Affirmationen und Manifestationen ihre Wirkung zeigen werden. In den nächsten 7 Tagen also wirst du von dem, was du affirmiert hast oder manifestiert hast, die Früchte tragen. Heute wird die Zeit dazu eingeleitet. Das ist auch schön, dass es ein Samstag ist mit viel Sonne, der sehr viel präsentieren wird, dass viele Ängste gehen dürfen und diese Überraschung, von der du redest, oder ich besser gesagt rede, diese Überraschung wirst du nicht erwarten. Das ist etwas, was wirklich aus den Urängsten entspringt, aber sich dir aufzeigen wird. Und das ist doch richtig schön. Also, wenn man
zu der Sicherheit der Finanzen, zu der Sicherheit, dass man langsam wirklich in sein Berufsfeld reinsteppen kann und dann dazu heute auch noch die Liebesfrequenz so gut ist, wenn man da am Abend oder am Vorabend eine Überraschung bekommt oder eine Nachricht, mit der man nicht rechnet, die einen aber so sehr erfreut, ja, dann ist der Tag abgerundet und wunderschön. So wie du eben auch. In diesem Sinne, einen wundervollen Tag.